So, moin. Und zwar haben wir Neuigkeiten für euch, denn wir haben uns überlegt, wie wir ja Pakete für euch zusammenschnüren, damit auch eine gewisse Intelligenz in euer Zuhause, in euer Unternehmen, ins Gewerbe reinkommt. Und zwar können wir mit Hilfe der Loxone, die ja die Börsenpreise ja von der Strompreisbörse empfängt, können wir unterschiedliche ja, Szenarien ansteuern, egal ob ein Batteriespeicher, egal ob eine PV-Anlage, ein Balkonkraftwerk oder auch das BHKW. Und bevor ich gleich einmal zu Holger rüberschalte, gehen wir noch mal ganz kurz auf die Strompreise ein. Wir sehen hier, ja, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Die Windsituation ist so in einem mittleren Bereich. Mal hat man hier knapp 30 Gigawatt, dann geht es wieder etwas runter. Wir sehen hier zum Wochenende hin bekommen wir vermutlich wieder negative Preise und zwar 8 Cent, also das ist schon ordentlich. Dann kommt hier aber auch wieder der Windberg auf uns zu. Kann aber natürlich auch sein, dass es sich nochmal verschiebt. PV hatten wir jetzt die letzten Tage etwas, 25 Gigawatt, wird dann die nächsten Tage auch wieder weniger, aber das hat sich jetzt noch nicht so ja, gezeigt in den Mittagsphasen, wie wir es im Sommer hatten. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die Viertelstundenpreise. Ist im Moment auch nicht sonderlich die hohe Differenz zu erkennen, wenn man hier mal vergleicht zwischen oben den Viertelstundenpreisen und unten den stündlichen Preisen. Man sieht ja, es gibt ein paar mehr Möglichkeiten nach unten und die Differenz ja, ist öfter mal da, aber im Grunde genommen ist hier auch nicht viel zu holen von 5 Cent auf 10 Cent, also knapp 5 Cent Differenz haben wir hier. So, und jetzt schalte ich einmal rüber zu Holger. So, moin. Loxone und die Stromfee, das Stromfee-Tagebuch, werden verheiratet in folgender Art und Weise. Das Stromfee-Tagebuch erhält Börsendaten, die täglich abgedatet werden, alle 6 Stunden sogar, von der Strombörse EPEX Spot, von dem Europäischen Verbund, ENTSO-E, und neuerdings auch aus ganz Indien von der IEX India. Diese Daten befinden sich im Stromfee-Tagebuch. Und das Stromfee-Tagebuch kommuniziert mit der Loxone über eine Schnittstelle, API, die speziell für die Loxone entwickelt worden ist. Das heißt, das Stromfee-Tagebuch empfängt alle Werte aus der Loxone hier in Echtzeit. Die ist praktisch hier drin. Und dadurch, dass die hier drin ist, als ob das da drin wäre, sind die Strombörsendaten hier drin, aus diesen Strombörsen zurzeit. Und die Loxone-Steuerungen, die eine für Smart Home, die andere eher geeignet für Unternehmen, können somit auf die Situation an den Strombörsen reagieren. Ist der Strompreis sehr niedrig, kann eine Reaktion von Verbrauchern erfolgen, nämlich viel Strom zu verbrauchen, wenn der Strompreis günstig ist. Geht der Strompreis etwas höher, können schon andere Szenarien geschaltet werden, beispielsweise etwas unnötige Verbraucher ausschalten, geht der Strompreis noch höher, können weitere Verbraucher abgeschaltet werden. Es geht aber noch weiter. Diese Szenarien kommunizieren sämtlich mit PV-Anlagen, mit Batteriesystemen, mit den Balkonkraftwerken und mit den Stromerzeugern, Blockheizkraftwerken, BHKWs. Sei es mit Biogas oder mit Erdgasbetrieben. Das Ganze haben wir für zwei Bereiche konfiguriert. Es gibt ein Setup, Einsteiger-Setup für den Smart Home-Bereich, der alle diese Bereiche bedienen kann. Es kommuniziert eben nicht nur über die Steckdosen, sondern über sämtliche Schnittstellen, die Loxone zur Verfügung hat. Und natürlich
im kommerziellen Bereich die Industriefassung, die Loxone mit den ausgeprägten Hubschienengehäusen, dass wir eben hier vorkonfiguriert für die verschiedenen Anwendungen anbieten. Wir sehen hier eine Anwendung, die seit 2 Jahren in Betrieb ist, mit eben dieser Steuerung der Loxone, die Strombörsenpreise erhält von uns. Und Christine erklärt einmal, wie die Zusammenhänge sind. Genau, man sieht hier ganz oben einmal den Strombörsenpreis. Hier drunter sieht man den auch nochmal, beziehungsweise haben wir hier noch den Gesamtstromverbrauch der Biogasanlage drüber gelegt, um halt genau nachvollziehen zu können, ob die Steuerung auch richtig programmiert ist, richtig funktioniert und natürlich auch als Kontrollinstanz für den Anlagenbetreiber. Und man sieht hier wunderbar, wenn der Strompreis unten ist, werden hier Verbrauchergruppen angesteuert. Das heißt, Strom wird verbraucht. Wenn der Strompreis hier oben ist, dann wird nur das Allernötigste an Strom verbraucht, also die Hauptrührwerke im Fermenter beispielsweise oder halt eben wichtige Prozesse. Und auch hier wieder, Strompreis ist oben, hier wird wenig Strom verbraucht und das ist die ganze Logik. Wir haben das auch noch weiter aufgedröselt, indem wir hier ganz genau die einzelnen Baugruppen dargestellt haben. Und man sieht hier wirklich, der Feststoffdosierer zu Höchstpreisen ist er aus. Auch hier zu Höchstpreisen aus. Hier auch hinten aus. Das macht die Logik hier. Die erkennt halt, wann ist es soweit, dass der Strompreis hoch ist. Und da gibt es Signale von hier an die SPS im Unternehmen. Verschiedene Signale werden gesendet und dann verschiedene Prozesse gestartet oder gestoppt. Natürlich unwichtige Prozesse in der Gärstrecke können gestoppt werden, zum Beispiel Rühren im Lager. Aber selbst ganz vorne im Feststoffeintrag lohnt es sich. Ja, zumindest halt die ganz hohen Preisphasen auszulassen. Also man sieht das hier gut beim Feststoffdosierer, aber auch beim Hauptrührwerk im Fermenter, dass hier wirklich ganz nur das Maximum ausgelassen wird. So soll es auch sein. Und wenn wir jetzt hier weitergehen in die nachgelagerten Behälter, sieht man, dieser ganze Block, dieser hochpreisige Block wird hier komplett ausgelassen. Und das ist die ganze Logik dahinter, wie man seine Stromkosten weitestgehend optimieren kann, seinen Stromverbrauch reduzieren kann und natürlich dann auch seine Stromkosten. Und dieser Kunde hat es auf jeden Fall geschafft, durch PV, durch den flexiblen Strompreis, durch unsere Steuerung und auch durch noch ein kleines 50 kW BRKW von 5.000 Euro Stromkosten auf 800 Euro Stromkosten runterzukommen. Und das ist ja wohl mal eine Hausnummer. Das ist die Kombination einer großen Visualisierung, herstellerunabhängig, mit der Loxone verheiratet über die Schnittstelle API. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss!